Ja, willkommen zurück zu Kontrast und dem großen Rätsel betritt die geheime Werkstatt. Und ja, ich war fast richtig, denn ich kann euch ja eben kurz das Rätsels Lösung nennen, denn ich habe ein wenig rumprobiert in der Pause. Und ja, hier rechts dieser Globus mit der Spitze, das ist schon mal gar nicht mehr so verkehrt. Damit kriegen wir definitiv die Kugel nach oben. Und das werden wir jetzt auch tun. Aber ich erzähle schon wieder totalen Blödsinn, denn ich muss noch weiter runterfahren. Ich glaube so, das ist, glaube ich, so korrekt. Ja, genau. So, denn wenn wir ein wenig uns beeilen, dürfte das kein Problem sein, die Kugel dort oben hinzubuxieren. So. Na, wo ist sie hin? Ich glaube. Ja, genau. So, jetzt ist die Kugel auch oben. Und wie sind wir nochmal raufgekommen? Ich glaube, durch den Ring war das, ne? So, sehr schön. Damit haben wir dieses Rätsel auch gelöst. Ich glaube, so war es, glaube ich, gewesen, ne? Genau. So. Dann schauen wir doch mal. Mein Gott, was eine fantastische Werkstatt. Bin ich immer ganz echt neidisch drauf. So, und damit haben wir die Kugel hier und werden sie mal einsetzen. Und schauen, was passiert. Okay. Damit haben wir die Glocken zum Klingen gebracht. Und hier läuft auch die Maschine jetzt. Und ich glaube, wir haben jetzt die Aufgabe, in den Schatten zu springen. Ich weiß noch nicht ganz wie. Ich schau mal eben. Hoppala. Ist richtig so? Ich weiß es gar nicht. Ah, okay. Ah, wir müssen darüber. Sehr schön. Wunderbar. Und somit sind wir auch schon in der geheimen Werkstatt des Magiers, Vincenzo. Vincenzo, der eine tolle Werkstatt hat, wenn ich das mal so sagen darf. Wow. Da oben ist auf jeden Fall was, wo wir hin müssen. Ich werde mal eben mich umsehen. Hier können wir interagieren. Da ist, glaube ich, ein. Ja, etwas Sammelbares. Und wir haben. Oh, jede Menge liegen lassen. Sehe ich gerade. Mein Gott, wo waren denn die ganzen sammelbaren Objekte? Ich war doch überall gewesen. Naja, wissenschaftliches Bild ist es auf jeden Fall. Gibt's gar nicht. Haben wir so viele Sachen liegen lassen gerade? Hier ist auf jeden Fall wieder ein Projektor, den wir bewegen können, um. Puh. Um dort oben hinzukommen. Ich frage mich nur gerade, wie. Ja, ich glaube, wir kommen der Sache schon allmählich näher. Vielleicht noch nicht ganz, aber ein bisschen. So kommen wir, glaube ich, da drüben nicht dran. Oder? Ist das schon richtig? Weil sie hat jetzt automatisch alles weggenommen. Naja, gut. Dann schauen wir mal. Wir werden uns noch mal ein wenig umsehen, bevor wir da oben raufstiefeln. Ja, da war auch eine tolle Werkstatt, muss ich ja mal sagen. Ja. So, was haben wir hier noch? Ganz viele Skulpturen. Das ist auch eine tolle Skulptur. Oh, hier ist übrigens der Leuchtturm, den wir schon gesehen haben. Was haben wir hier? Okay, sieht aus wie so ein beleuchtetes Gebäude, ein UFO. Merkwürdig, merkwürdig. Hier haben wir eine Tür. Oje, da kommen wir wahrscheinlich noch hin. Gut, dann werden wir mal ausprobieren. Das ärgert mich aber mit den ganzen sammelbaren Objekten, dass wir jetzt da so.
so viel, oh, nee, das glaube ich, funktioniert nicht so. Dass wir da so viel liegen gelassen haben. Ah, verstehe, okay. Und dann da oben drauf. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Na, fast. Na, bist du wohl? Wir müssen auf jeden Fall den richtigen Zeitpunkt erwischen. Uah, fast. Okay, das ist auch nicht gerade easy. Easy going. Mein Gott, was ist denn los? Oder müssen wir vielleicht doch nochmal den Projektor bewegen? Komischerweise. Okay, jetzt geht's wieder. Ich glaube, das soll schon so sein. Aber die Frage ist, wie kommen wir dann rüber? Weil das kann es nicht sein. Das ist viel zu weit. Das ist auch falsch, glaube ich, oder? Na, was haben wir hier? Wie steht denn dann der Projektor und wie kommen wir da... Na, das ist auch falsch, oder? Nee, das ist, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube, da hinten, das war schon einigermaßen... Fast richtig, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht doch so. Denn je größer der Schatten, desto besser passen wir da durch. Ich probiere das mal so aus. Und wir schauen mal, ob wir da durchkommen. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Muss man natürlich darauf achten, dass wir das richtige Zahnrad treffen. Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Wunderbar. Solar Machine. Elevation Reset. So. Ui. Uiuiuiui. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich jetzt... Müssen wir jetzt wieder zurück, oder... Ah, okay. Jetzt haben wir hier was. Müssen wahrscheinlich über diesen Balkon da oben. Hier fegt gerade jemand. Wunderbar. So. Wo sind wir jetzt hier? Okay, das sieht... immer noch nach Werkstatt aus. Faszinierend. Da haben wir wieder ein Sammelobjekt. Das ist... Ach, noch weiter hinten. Ach, das springt immer so. Okay, vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, die anderen noch zu finden. Schauen wir mal. Aber ich glaube, dass wir einen vergessen haben. Wissenschaftliches Bild haben wir da wieder gefunden. Ich glaube zwar, dass wir etliche liegen gelassen haben, aber... Naja, wir gucken mal. Ach, hier komme ich dann wieder zurück. Okay. Machen wir die Tür mal offen. Weil ich denke mal, dass wir, wenn wir runterfallen, dann hier wieder reinkommen. Die Tür machen wir auch offen. So. Wir sind immer noch nicht in der Werkstatt. Oben steht immer noch, betritt diese Werkstatt oder die Werkstatt. Ach ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal das so hindrehen, dass wir darüber kommen, weil ich glaube nicht, dass wir darüber springen können. Können wir das hier noch... Nee, okay, bedienen können wir es nicht mehr anscheinend. Und von hier unten kommen wir nicht nach oben. Okay. Also das war soweit eigentlich schon... Hoppala. Das war... Huch, was ist das denn da oben? Achso, das ist die Uhr. Da kommen wir jetzt lang. Okay. Das heißt für uns, wir müssen... Ich schau mal eben. Ah, okay, doch hier drauf. Über die Zahnräder. Uah, okay. Das war falsch. Hätte ja fast geklappt. Ist ja doch einfacher, als ich dachte. Nun gut, dann schauen wir mal. Also hier rein in den Schatten. Hier rüber, hier rüber, hier rüber. Genau, wunderbar. So, da haben wir wieder ein Sammelobjekt.
Oh, okay, das ist wieder mittendrin gewesen. Naja, gut, vielleicht hoffen wir es mal. Also, Zeitungsartikel. Illusionist sagt Vorstellung ab, Grund unbekannt. Okay, Vincenzo hat also seine Vorstellung mal abgesagt. Mein Gott, was eine Technik hier. Ist ja unglaublich. Oh. What are you doing here? Who are you? How did you get in? Through the big clock? You went through the clockwork? How? Who are you with? It's a puzzle, right? It's meant to keep strangers out. It's a very good puzzle. Not good enough, apparently. But I'm not a stranger. I'm Dee Dee. Dee Melancholia. Oh. Your mother put you up to this, didn't she? She thinks I'm doing my homework. I wanted to meet you. I didn't ask for a child, all right? You didn't want a child? What would I do with one? Hmm? I'm a busy man. My apparatuses are precise. They take months to hone. How would I have the time? That is what I told her. I'm sorry. I travel. I'm going on tour for 6 months. Budapest, Istanbul, Calcutta, Shanghai. I dine out with dukes and gangsters. But I could help you with your apparatuses. I'm good with puzzles. You could train me. I won't be any trouble. You broke my left-handed induction coil. That took me a week to tune. I'm sorry. I told your mother all of this years ago. What is her phone number? Okay, see? This is what I'm talking about. This is what I can't have. Your mother cried every week. You're better off with Kat. A little girl should be with her mother. Okay. All right. Do you want to come to see my show? No! Well, here's two tickets in case you change your mind. Okay. Let's get Kat on the phone, hmm? Nun gut, Didi hat nun. Wo kommst du denn her? Trophäe erhalten? Nun haben wir, oder beziehungsweise hat Didi rausgefunden, was für ein Arschloch Vincenzo sein kann. Und wir sind wieder zurück draußen. Und, sie hat jetzt zwei Eintrittskarten bekommen für die Show und werden jetzt mal in Richtung. Hoppala. Zwei Leuchtkugeln gibt's übrigens hier noch. Sehe ich gerade. Und wir müssen jetzt auf jeden Fall zur Bühne, weil Didi hat zwei Eintrittskarten gekriegt für die Show. Und ich rätsel gerade mit mir selber, wo die zwei Leuchtkugeln sein sollen. Vielleicht sind die ja beim bei der Bühne jetzt. Schauen wir mal. Hier ist ja nichts, ne? Nein. Man hört schon, dass da Leute sitzen. Ich möchte trotzdem mich ein wenig erstmal umsehen. Vielleicht sind auch die Leuchtkugeln da drin. Vielleicht müssen wir gleich da irgendwie in den Leuchtturm, weil der sieht noch verdächtig danach aus, als würden wir da noch irgendwie reinkommen. Bevor ich jetzt da die Treppe raufgehe, schaue ich doch nochmal mich ein wenig um. Und okay, da kommen wir wieder zurück. Gut, dann würde ich sagen, die Show von dem großen Vincenzo schauen wir uns in einer weiteren Folge an. Und ihr seid dann immer noch mit dabei hier bei Kontrast. Hoffe ich mal. Und ja, dann sehen wir uns da gleich wieder. Bis gleich. Nein, Quatsch. Bis später. Ciao.